Ich zeige hier mal ein Backscatter-Elektronenbild, also ein Rückstreuelektronenbild. Und diese Rückstreuelektronen, wenn man von der Seite aus Material schaut, kommen ja aus einer oder haben eine etwas größere Eindringtiefe und haben auch relativ hohe Energien. Und die Elektronen, oder wenn die Elektronen auf. Ich zeige hier mal ein Rückstreuelektronenbild, also ein Backscatter-Elektronenbild. Bild von dem sehr schönen Meteoriten Allende. Hier unten ist auch die Größenskala von einem Zentimeter gezeigt. Die Rückstreuelektronen entstehen ja, wenn Elektronen in ein Material eindringt, und die gehen doch eine gewisse Tiefe rein. Also es sind nicht nur Oberflächenelektronen, sondern kommen aus einer gewissen Tiefe der Anregungsbirne. Also wenn so die Anregungsbirne irgendwie hier so ist, dann kommen die Backscatter-Elektronen schon hier aus der oberen Hälfte hiervon. Und die haben auch beim Austreten noch eine sehr hohe Energie und werden an den schweren Elementen am stärksten gestreut bzw. rückgestreut. Detektiert werden die Rückstreuelektronen kurz oberhalb der Probe am Polschuh. Da gibt es unten am Polschuh, also hier oben, das ist die Mikrosonde, hier kommen die Elektronen runter. Und unten an diesem Polschuh gibt es den BSE-Detektor. Und er macht nichts anderes, als die Elektronen, die hier zurückgestreut werden, zu detektieren. Und damit jetzt so ein Bild entstehen kann, wird über das Bild drüber gerastert. Das heißt, an dieser Stelle, an diesem einen Punkt, werden alle Elektronen, die rückgestreut werden, detektiert. Dann an diesem Punkt, an diesem Punkt, an diesem Punkt und so weiter. Und dadurch entsteht dann dieses Graustufenbild. Also dieses Graustufenbild stellt nichts anderes als die Counts per Second an jedem diesem einzelnen Punkt. Und dieses Rastern geht sehr schnell. Man kann an der Mikrosonde oder am Raster auch unterschiedliche Scan-Stufen einstellen. Man stellt sehr schnell ein, dann wird das Bild unscharf, um sich einen schnellen Eindruck zu verschaffen. Und man stellt es langsam ein, dann wird das Bild schärfer, um das dann wirklich zu sehen. Und hier sehen wir jetzt mal das Ergebnis. Wie gesagt, es ist ein Meteorit, der besteht hier aus Chondren, und zwischen diesen Chondren hier befindet sich Matrix. Und das hier ist auch noch ein calcium-aluminiumreicher Einschluss, an den bestimmen wir das Alter unseres Sonnensystems. Die haben dann immer so 4,56 Milliarden Jahre Alter. Die anderen natürlich auch alle, die sind nur ein paar Millionen Jahre jünger. Darum geht es aber gerade gar nicht. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass diese Chondre hier relativ dunkel ist. Das heißt, diese Chondre wird nicht besonders viele schwere Elemente enthalten. Jetzt bestehen so Meteorite natürlich hauptsächlich aus den Mineralen oder Elementen, die wir auch in der Erde haben. Das heißt, das Ganze wird wahrscheinlich Magnesium-Siliziumreich sein. Und die Minerale, die Magnesium-Siliziumreich sind, sind oftmals sowas wie Enstatit oder Forsterit, also Pyroxen und Olivin, die Magnesium-Endglieder, und daraus bestehen diese Chondren hier auch. Jetzt hat diese Chondre hier beispielsweise noch sehr viel solche weiße, von diesen weißen Punkten hier überall. Also da gibt es überall diese weißen Punkte, die tauchen auch in der Matrix auf, in anderen Chondren. Es gibt auch hier so einen großen weißen Bereich. Und dadurch, dass die so hell sind, heißt das, die müssen sehr schwere Elemente enthalten. Und häufige schwere Elemente ist natürlich Eisen. Das heißt, diese Einschlüsse hier sind entweder Metall und jetzt speziell in Allende ist es meistens Sulfid. Das ja auch mit FES, also als Eisen. Eisen plus Schwefel, dieses Sulfid darstellt. Die Matrix selber sehen wir jetzt hier zwischendrin, die ist ja auch relativ hell. Und auch diese Matrix ist relativ eisenreich. Daher kommt auch hier wiederum diese helle Farbe. Es gibt auch hier zum Beispiel eine Chondre, die relativ hell ist. Und diese helle Chondre besitzt jetzt Olivine, die nicht mehr forsteritisch sind. Die sind sehr forsteritisch, Meteoriten bis zu 99% Magnesium, sondern die sind sehr eisenreich. Also sehr feierlitisch, die Olivine in solchen Chondren. Und so kann man auf den ersten Blick schon relativ viel aussagen über einen solchen Schliff, wenn man das Backscatter-Elektronenbild anschaut. Was auch speziell ist für das Backscatter, und deshalb nennt man das Ganze auch, um diese Phasen gut sehen kann, nennt man das hier auch oftmals, dass man hier einen Phasenkontrast hat in diesen Bildern.
Und was bei diesen Bildern auch typisch ist, dass sie relativ flach sind. Also man sieht hier kaum dreidimensionale Strukturen. Das ist bei Sekundärelektronenbildern, wir dann sehen, wir anders. Aber hier sieht man kaum, hier gehen manchmal teilweise auch irgendwelche Risse durch hier oder sowas. Die Qualität ist natürlich deutlich besser. Das liegt jetzt hier nur an der Auflösung. Hier gehen manchmal so Risse durch. Die sehen aber relativ flach aus. Wenn man die alle im Sekundärelektronenbild anschaut, dann sind die deutlich strukturierter. Und so sehen Backscatter-Elektronenbilder aus. Phasenkontrast, Detektor hier unten am Polschuh, also direkt über der Probe, dass die hier detektiert werden und dann durch ein Raster in dieser gesamten Fläche das Bild aufgebaut wird.